Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid, heute in meiner Werkstatt. Ich möchte ganz gerne mit euch einen Ofen, Kaminofen basteln, herstellen in verschiedenen Ausführungen. Und ihr müsst unbedingt dazu dann die Sicherheitshinweise beachten. Ganz, ganz, ganz wichtig. Hier ist jetzt der zweite Teil. Den ersten Teil verlinke ich in die Infobox und auch im Video. Und hier ist es jetzt der zweite Teil dazu. Wir bauen zusammen Tipps und Tricks, Sicherheitshinweise und. Weitere Ausführungen ohne eine obere Schale. Und den kannst du mit einem Doppeltopf machen oder einem einfachen Topf. Darüber reden wir dann auch und wird dann gezeigt. Und bitte nochmal, ich sage es, auch wenn es vielleicht nervt, die Sicherheitshinweise beachten dazu. So, und jetzt habe ich genug geredet. Vielleicht möchtest du auch noch mehr erfahren, was ich so mache. Dann schau doch einfach mal bei mir im Kanal vorbei, kreativ-reich die Kika-Plauderei. Auf der Startseite ist eine Leiste, steht Playlist. Und da findet man alle meine Videos schön geordnet. Upcycling-Sachen, Häkeln, Stricken, Basteln, Basteln für und mit Kindern. Frühling, Sommer, Herbst und Winterideen, Marionetten, Erzählfiguren, Workshops, Stricken lernen, Häkeln lernen und. Alles von mir für euch, für dich. So, und jetzt fangen wir an im zweiten Teil. So, wenn es dann fertig getrocknet hat, ich muss dann wirklich anfassen, ist es noch feucht. Wenn man davon mit dem Fingernagel eindrücken kann, dann ist es noch nicht trocken. Es muss wirklich richtig schön hell sein vom Beton her. Dann lösen wir es vorsichtig aus der Form und versuchen schon mal die Folie abzuziehen. Wenn das nicht so gut geht, einfach nochmal so trocknen lassen, auf ein Tablett stellen oder ein paar Leisten ziehen unten drunter, dass es wirklich bombig trocken ist. Sicher auf so ein Metalltablett stellen, wenn es dann genutzt wird. Die gibt es spottbillig für 2, 3, 4 Euro im Teddy und im Kick. Das ist jetzt keine Werbung, das ist einfach nur zur Sicherheit. Und wenn du das nicht extra kaufen willst, dann nimm einfach ein Metallbackblech, was größer ist als die Deckplatte, die Unterplatte, und dann steht es auch sicher. Bei vielen sind schon Filzstopper drauf. Wenn nicht, dann mach dir die vielleicht nochmal drauf. Und wenn du es wirklich nur so hinstellen willst, bitte dann mach auch Filzstopper hier unten drunter. Und wenn du die nicht hast, kannst du auch dicken Stoff zuschneiden und dann mit einem guten Kraftkleber unten drunter kleben. Aber zur Sicherheit empfehle ich auf jeden Fall Metalltablett unten drunter. Einfach ist es, um das zu kontrollieren, ganz vorsichtig mal rausziehen. Folie runter, soweit es geht. Auf die Seite, Backblech, Leisten, irgendwas unten drunter, hingestellt, fertig trocknen lassen. So einfach geht das halt mit dem Trick mit der Tüte. Dann gucken wir es uns nochmal am Rand an. Schaut, da ist es noch nicht ganz trocken, aber so trocknet es bombig, sieht schon schön aus. Und die Form kann man auch für viele andere Sachen ganz toll nutzen. So, jetzt kommen wir zur Fertigstellung. Zwei Methoden. Ihr wisst, entweder in Ton oder wie in Beton. Bei mir ist es ganz wichtig, mir geht Sicherheit immer vor. Ich nehme eine größere Schale unten drunter und eine kleine oben drauf. Weil so kann ich es mit dem Gewindestab gut verschrauben. Es muss dann mittendrin, wir müssen Löcher gebohrt werden, damit der Gewindestab durchpasst. Mit dem Steinbohrer mittendrin ein bisschen nass machen. Dann am besten auf ein Holz legen und vorsichtig ohne Druck durchbohren.
Dann kann man es nämlich unten super verschrauben, weil es ja hohl ist. Und hier oben hat man einen Rand, damit die Kerzen einfach nicht runterrutschen. Das ist extremst wichtig. Und dann kommt das in Ton auch immer bei mir auf ein Metalltablett. Und dann habt ihr entweder Gewindestab oder, wie gesagt, in Beton die Flasche. Und das muss dann gut angeklebt werden mit Beton nochmal zusätzlich oder Fliesenkleber geht auch super. Ganz, 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 ganz wichtig. So, hierbei jetzt musst du dich entscheiden. Da scheiden sich nämlich die Geister, ob zwei oder ein Topf. Der kleinere kommt oben drüber. Abstand muss unten gehalten werden. Kerzen brauchen ja Luft. So, und dann könntest du das jetzt schon so verschrauben. Unterlegscheibe, irgendwas, was du hast, was dann wirklich gut passt und dann noch mit einer Mutter fixieren. Wenn du möchtest, für Wasser obendrauf wird jetzt nochmal hier ein Loch eingebohrt. Hier muss es verschraubt werden und dann nehme ich ganz gern nochmal zwei, drei Unterlegscheiben, dass ich ein bisschen Stabilität und auch Abstand erhalte, ne? So, schraubt das fest, dann kommt hier ein Loch rein, dann wird das oben aufgesetzt und dann wird es wieder mit einer Unterlegscheibe und mit einer Mutter verschraubt. Unten drunter, damit das besser hält, kommt nochmal, damit es dicht ist, ein bisschen Beton rein. Genau den gleichen Beton, wie wir hier gemacht haben, da musst du nur ganz, ganz wenig anrühren und mach mal das dann oben zu, sonst läuft jetzt Wasser raus. So, bei diesem ist es, wie gesagt, scheiden sich die Geister. Wir brauchen einen Abstandshalter, kann man dann Unterlegscheiben nehmen. Oder wenn man es gar nicht hat, einen Metallschraubverschluss. Der darf aber innen drin nicht mit Gummikunststoff ausgelegt sein, sondern wirklich reiner Metall von einer Getränkeflasche. Die gibt es ja in Metall. Und dann kann man die hier oben drauf setzen, macht man nur ein kleines Loch und setzt die oben drauf, dann hat man Abstand. Und dann kann man den zweiten Topf mit Abstand drüber hinhängen. Wie gesagt, da scheiden sich die Geister. Das musst du entscheiden, ob du es mit zwei Töpfen machen willst oder mit einem, weil dann hat man im Zwischenraum Luft und es soll heißer werden. Bewiesen ist gar nichts, also wärmer die Luft. Ich mache es so mit einem Topf, mir ist es zu schwer, aber wie gesagt, du entscheidest. Und jetzt verschraube ich mir das und dann ist es wirklich fertig. Das ist alles. So sieht es dann aus, wenn noch eine Schale oben drauf kommt. Und dann kann man die Kerzen langsam unten drunter stellen. Mit Abstand, nicht dicht an dicht. 5 cm oder mehr müssen auf jeden Fall dazwischen sein, weil das Wachs kann von einer Kerze zur anderen bei einer extremen Hitze wirklich gern springen. Und dann brennen alle unten drunter. Luft lassen, nicht bis ganz reinschieben, sondern nur am äußersten Rand. Und wenn doch mal was passieren sollte, ihr könnt es nicht mit Wasser löschen, weil das ist wie ein Fettbrand. Es ist ja wie Fett im Endeffekt, das Wachs. Dann muss es erstickt werden mit Sand, mit einer Decke, mit einem großen Blecheimer, den man drüber hin stülpt, zum Beispiel mit einer Wanne. Also bitte, bitte kein Wasser verwenden, das spritzt und explodiert euch regelrecht ins Gesicht. Das ist ganz, ganz wichtig zu beachten. So, und dann mache ich es mal an. Auch da sicher, nehmt keine Streichhölzer. Ist egal, welche, was ihr nehmt. Ich nehme einen Anzünder, der wird mit dem Handyladegabel angezündet. Und dann immer dabei bleiben, nicht alleine lassen. Bei uns ist es so, habe ich gesagt, ne? Der Letzte, der aus dem Zimmer geht, löscht die Kerzen. Und lasst es nicht unbeaufsichtigt, schon gar nicht, wenn Kinder da sind. Ich nehme ihn wahnsinnig gern auf der Terrasse, Balkon.
Wintergarten. Und beachten die Tonsachen. Das wird sehr heiß. Hier oben kann man dann wirklich Wasser reintun, dann verdunstet das. Da kann man vielleicht auch noch ein paar ätherische Öle reintun. Ich mache am liebsten so Zitronenöl oder Pfefferminzöl und ist sehr angenehm. Ich liebe es. Und dann habe ich sehr, meine Idee hat gefallen, du konntest es gut umsetzen, in Beton einfach gehalten oder in Ton. Sei bitte vorsichtig damit, wie gesagt, es wird heiß. Die Warnhinweise beachten und dann hast du, so hoffe ich doch, Freude daran. Noch viel, viel mehr andere Deko-Ideen, Upcycling-Ideen, vieles für und mit Kindern, was mir so wichtig ist, weil ich ja selber 5 Kinder habe, findest du am besten immer in meinem Kanal kreativ-reich die Kika-Plauderei. Auf der Startseite, da ist so eine kleine Leiste und da steht Playlist, anklicken und da habe ich alles schön säuberlich geordnet. Ihr könnt stricken, basteln, nähen, Betonsachen, Edelrostsachen, Deko für draußen und drinnen. Meine Gärten, das heißt den kleinsten Gemüse- und Beerengarten für jede Ecke, ob Balkon oder Terrasse oder wirklich so ein Eckchen mit Spalierenkram, also dass ihr wirklich auch ernten könnt. Oder ab Januar schon Pflanzen vorziehen, super leckere Tomaten und anderes, easy, einfach, toll gemacht. Schaut doch einfach mal rein, lasst euch inspirieren. Vieles in Upcycling, meine Ideen, wirklich meine Ideen für euch, für dich. Jetzt sage ich Tschüss mit dem Blick noch ein bisschen unten drunter. Alles Liebe, schön gesund bleiben oder gesund werden, eure, deine Kerstin. Tschüss.